Ich würde eigentlich lieber proklamieren, über Würde brauchen wir im Grunde nicht mehr zu diskutieren. Drops Mike, case closed. Ich meine, das ist doch jedem klar, oder? Sind wir nicht einen extrem weiten Weg gekommen? Ja klar, natürlich gab es Zeiten, wo vieles im Argen lag. Aber heute sind wir so eine fortschrittliche, aufgeklärte, verantwortungsvolle Gesellschaft. Und ist die Menschenwürde nicht sogar verankert im ersten Paragraphen unseres Grundgesetzes? Also worüber würden wir denn reden, wenn wir über Würde reden würden? Sind wir nicht alle gleich? Was genau ist Menschlichkeit? Was heißt es denn, ein Mensch zu sein? Sind wir nicht alle gleich? Und sollte das Ja auf diese Frage nicht endlich selbstverständlich sein? Sind wir nicht alle gleich? Und definiert uns dennoch oft nicht Unterschiedlichkeit? Sind wir nicht alle gleich? Und ist der Verweis, dass das ja nun mal menschlich sei, in Wahrheit keine Ausrede für Egoismus, sondern ein Statement, das zur Nächstenliebe verpflichtet, die nicht davor Halt macht, wenn diese Liebe auch für vermeintliche Feinde gilt? Sind wir nicht alle gleich? Wertvoll, gleich, wertig, leichtfertig, lose Vokabeln in festgehaltenen Formulierungen von großen Idealen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, aber müsste es nicht eher heißen, die Würde des Menschen sollte unantastbar sein? Denn wie oft machen Menschen andere Menschen grundlos klein, treten würdefest mit Füßen und greifen mit ungewaschenen Händen nach dem, was eigentlich unantastbar scheint. Und ich schließe mich sicherheitshalber selbst mit ein, denn ist nicht der Anfang vom Ende, oft auf andere Menschen mit dem Finger zu zeigen. Und ich meine, wir, die Menschen unterwegs, die Gruppe mit dem Kreuz, waren und sind davon auch sicher nicht ganz frei. Wie viel Leid, selbst Sklaverei, haben wir von Gott gewollt genannt, mit der Bibel in der Hand. Warum teilen wir nicht, was uns begeistert, sondern teilen bisweilen unter Zuhilfenahme von kleinkarierten Details in schäbige Schubladen ein? In Schwarz und Weiß, in Freund und Feind, in Wir und Die, in Drinnen und Draußen, in Die, die richtig, sprich wie ich, glauben und ungläubig, in Weiß oder Bunthäutig, dumme Dogmatik durchdenken, macht mit einem Funken Vernunft deutlich, dass das so nicht geht. Und steht dein Glaube dir im Weg, Menschen zu lieben, vor allem dann, wenn sie komplett verschieden denken, sind, handeln, leben oder lieben als du? Scheint mir das wohl nicht als ein Weg, der zu gehen sich lohnt. Und heißt Würde nicht auch, dass ein Mensch nicht einen Menschen seiner Würde beraubt? Aber kommt nicht genau das vor, wenn der Mensch seinen kostbaren Komfort auf das Fehlen desselben bei dem anderen Menschen aufbaut? Was, wenn der Großteil des Wohlstands nur darauf basiert, dass der, der ihn für mich produziert, ihn am Ende gar nicht sieht? Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagt das mal dem Prophet, der Schlafmasken verteilt, bis keiner mehr irgendwas sieht, drückt davor noch bei dem Lied auf Repeat, damit der Tanz ums Gold glänzende Kalb bloß nicht versiegt. Und das ist ja nicht mal Kritik, weil ich inmitten dieses Systems so sehr selbst davon profitiere, dass mir jedwede Objektivität abhanden kommt und meine potenziell anprangernde Poesie zu Heuchelei und Entertainment zusammenschrumpft. Wen meine ich, wenn ich sage uns? Menschenwürde ist nicht exklusiv, beschränkt auf ein bestimmtes Kollektiv. Menschenwürde beschränkt sich nicht auf Menschen inmitten von bestimmten Grenzen. Menschen handeln mit Menschen, ist der Satz alleinig schon teuflisch. Und trotz dieser Transaktionen bleibt die Würde unverkäuflich. Aber was weiß ich schon? Ist es nicht vermessen zu denken, dass ich alles genau weiß, wenn doch das Einzige, das ich genau weiß, ist, dass ich fast nichts genau weiß? Wie könnte ich meinen, dass was ich glaube zu denken, müsste für jeden hier der Standard sein? Ein Mensch ist ein Mensch. Überall und immer. Eben Bilder des größten Künstlers, Imago Dei, Poema, Porträts aus seinem Wohnzimmer. Sorry für die Fremdwörter, aber lehrt das nicht Liebe? Fördert und fordert das nicht Verbundenheit? Hindert das nicht Hass? Wenn du die Reflexion des Höchsten im Gesicht des Anderen gesehen hast. Und wenn wir wirklich alle Ebenbilder des Schöpfers sind, was sagt das überhaupt über diesen Schöpfer aus? Bedingt das Wissen um das eigene Nichtwissen nicht automatisch den Gedanken, gnädig sein zu müssen? Empfangene Gnade von denen, die Gefangene waren, generiert die Grundlage, einander zu lieben, ohne dass wir dazu einen Grund haben. Bis wir begreifen, dass wir dazu allen Grund haben.